Gib uns einen kleinen Ausblick auf den HC Erlangen. Da hat Flensburg unentschieden gespielt. Was erwartet euch da? Ja, ich glaube, das ist ein sehr gefährliches Spiel. Und also Rheinecke hat da verloren, Flensburg hat da unentschieden gespielt. Deswegen müssen wir also voll konzentrieren auf dieses Spiel und müssen wir da einfach gewinnen und also unser Ding weitermachen. Und wir haben also schweres Spielplan und bis diese Nationalmannschaftspause, wir wollen alle Spiele gewinnen.